Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tech Talk von Ensia. Mein Name ist Benjamin Spahr und ich bin Security Engineer bei der Firma Ensia. Ich bin sehr fest mit dem Thema MTD, also Mobile Threat Defense, beschäftigt und werde Ihnen heute einen kleinen Einblick geben, wie einfach es ist, mit gewissen Hacking-Tools Passwörter von mobilen Geräten zu phishen bzw. zu klauen. Das wird in folgendem Szenario ablaufen. Wie Sie sehen können, haben wir hier etwas vorbereitet. Wir haben die SSID namens Captive Portal. Die läuft auf einem sogenannten Wi-Fi Pineapple Device. Das Wi-Fi Pineapple Device ist ein Gerät von HAC5 und das ist dann für ungefähr 100 Franken erwerbbar. Und mit diesem kann man dann verschiedenste Angriffe simulieren bzw. auch durchführen. Sei das jetzt zum Testen der Abwehr von mobilen Bedrohungen oder wirklich auch dann, um Schaden anzurichten. Das Setup ist folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Coffeeshop, im SBB WLAN oder irgendwo in einem Zug unterwegs und wollen sich dort mit dem WLAN verbinden. Sie verbinden Ihr mobiles Gerät dann mit der entsprechenden SSID und in unserem Fall wird diese Captive Portal heißen. Das ist jetzt leider nicht wirklich der richtige Hotspot, sondern mein Hacking Device. Ich als Angreifer bin ebenfalls mit diesem Gerät verbunden. Was dann passiert, wie Sie vielleicht aus verschiedensten Netzwerken kennen, kommt eine Anmeldeseite, an der man sich authentisieren muss, dass man Zugriff ins Internet bekommt. Nun kann ich auf diesem Gerät dann die ganzen Eingaben eigentlich im Klartext lesen und kann diese Passwörter dann weiterverwenden. Wie das genau funktioniert, werde ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist das Falsche. Hier. So, das ist das Webinterface von meinem Pineapple Device. Und wie Sie sehen können, haben wir hier verschiedene Module. Mein Modul, das ich jetzt benutzen werde, nennt sich Evil Portal. Wie der Name schon suggeriert, hat das nicht wirklich Gutes im Sinne, da der Name Evil. Und das ist es auch wirklich nicht, weil ich kann jetzt die Passwörter abgreifen. Ich starte das Portal, schaue mal, ob bereits Clients autorisiert sind. Nein, da haben wir noch keine. Und werde euch jetzt das mal auf einem Gerät demonstrieren, wie das aussehen kann. So, ich wechsle in die Wi-Fi-Einstellungen. Und da sollte dann die SSID auftauchen. Macht sie noch gerade nicht. Mal kurz ausschalten und wieder einschalten. So, jetzt haben wir die SSID Captive Portal hier verfügbar gehabt. Jetzt ist sie gerade wieder verschwunden. Aktivieren wir das nochmals. Ja, manchmal buggt das ein bisschen rum. So, Captive Portal. Ich klicke drauf. Dann kommt die Anmeldeseite. Captive Portal anmelden. Ich habe jetzt hier ganz bewusst ein Google-Login aufgeschaltet. Ein Google-Account hat eigentlich jeder, der irgendwie ein Android-Handy benutzt oder sonst irgendwie mit Google connected ist. Und mit dem Google-Account kann ich sehr viel Schaden anrichten. So, ich melde mich jetzt hier an. Da spielt es absolut keine Rolle, was ich eingebe. Ich gebe mal test.ch ein und als nächstes super safe Password. Ich klicke auf Öffnen. Es kommt die Meldung, dass ich autorisiert bin. Und wie Sie sehen können, bin ich nun mit dem WLAN Captive Portal verbunden. Jetzt hat sich das Gerät gerade verabschiedet. So, sollte gleich wieder da sein. So, genau. Wie Sie sehen können, kann ich jetzt uneingeschränkt im Internet surfen. Ich kann zum Beispiel die SBB-Seite aufrufen. Ich merke nichts, dass etwas falsch gelaufen ist.
Das ist auch genau das Ziel von mir als Angreifer. Was ich jetzt aber im Hintergrund gemacht habe, habe ich hier ein weiteres Modul, das nennt sich Kabinett, ist grundsätzlich einfach der File Explorer des Pineapples. Ich wechsle hier in das Root-Verzeichnis und habe hier einen Ordner, der nennt sich Evil Portal Logs und da sehe ich gleich auch mein Google Login. Und wenn ich das bearbeite, hier ganz unten, dass ich hier heute um 10:06 Uhr, okay, der hat noch die falsche Uhrzeit, mich mit dem User test@test.ch angemeldet habe und das Passwort ist super safes Passwort, was ich vorhin eingegeben habe. Wir sehen weiterhin den Hostnamen, die MAC-Adresse und die IP-Adresse des Gerätes. Was kann ich jetzt nun aber mit diesen Daten machen? Wenn wir jetzt mal annehmen, da hätte jetzt jemand seinen richtigen Google-Account eingegeben, dann können wir mit dem natürlich Schaden anrichten. Jetzt hier in meinem Google-Konto, nehmen wir mal an, ich hätte meine wirklichen Google-Account-Daten eingegeben und dann hätte ich jetzt als Angreifer kompletten Zugriff auf mein Google-Konto. Das ist zum Beispiel Gmail, das sind die persönlichen Daten, das sind meine Datenschutzeinstellungen, Sicherheitseinstellungen, zum Beispiel ein Zwei-Faktor-Device, was ich da hinzufügen könnte, was nicht mein persönliches wäre, dann das des Angreifers, damit er gewisse Security-Funktionen ausschalten kann beziehungsweise übergehen kann. Er hat Zugriff auf meine Kontakte, Mails, Kreditkarteninformationen und so weiter und so fort. Ein weiterer, ja, sehr persönlicher Punkt ist die sogenannte Google-Zeitachse. Hier sehen wir, wenn wir da wieder zurück auf die Google-Zeitachse gehen, genau hier, da sieht man eigentlich dann komplett jeden Standort, der gelockt wurde, wo ich jemals war. Und wenn man da auf eine Verbindung klickt, klicken wir jetzt mal einfach. Ups, da auf irgendeine. Und da sieht man zum Beispiel Flughafen Barcelona. Und da sieht man wirklich, wie ich unterwegs war. Man sieht, dass ich im Hotel war, dann, dass ich mit dem Taxi und zu Fuß weitergegangen bin, dann am Flughafen angekommen bin, das Flugzeug für 639 Kilometer genommen habe, hat 2 Stunden, 2 Minuten gedauert. Man sieht die Route und alles. Also das ist wirklich sehr, sehr extrem gelockt, was wir hier haben. Und wie kann ich das jetzt als Angreifer ausnutzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ja, ich bin nicht nur auf virtuelle Daten aus, sondern möchte vielleicht auch wirklich physikalisch irgendwo einbrechen. Dann sehe ich hier, okay, dieser User oder dieser Benutzer ist immer am Dienstag oder Mittwochabend zwischen 8 Uhr und 10 Uhr an einem bestimmten Ort, zum Beispiel im Training oder so. Somit weiß ich also, dann ist diese Wohnung unbeaufsichtigt und ich habe dort 2 Stunden Zeit, um Schaden anzurichten. Kann natürlich noch für ganz, ganz viele weitere Szenarien verwendet werden. Da ist eigentlich die Limitation die Kreativität des Angreifers. So, ja, jetzt haben wir gehört, wie wir Schaden anrichten können. Wie können wir dann den Schaden verhindern? Dafür gibt es eine simple Lösung, die nennt sich Mobile Threat Defense. Und ich möchte das jetzt euch auch noch gleich demonstrieren, wie sich das auf einem geschützten Gerät anfühlt, wenn man sich mit dem WLAN verbinden möchte. So. Das mit der Einstellung ist noch nicht ganz so toll. Da, hier sind wir. So. So, ich wechsle auch hier in die WLAN-Einstellung. Aktiviere das WLAN. Und sollte dann auch gleich die Captive Portal SSID sehen. Genau. Ich verwende mich. Es kommt auch die Meldung, dass ich mich anmelden muss.
Das funktioniert da noch nicht ganz. Muss das wohl noch mal entfernen. So. Klicke nochmal drauf. So, nun kommt die Meldung, dass ich mich anmelden muss. Und jetzt, wie Sie sehen können, wurde das WLAN direkt ausgeschaltet, weil mein Client, also der Mobile Iron Client, gemerkt hat, Mobile Iron hat einen unsauber konfigurierten WLAN-Zugpunkt erkannt, als Verbindung mit dem WLAN Captive Portal aufgebaut wurde. Diese Verbindung mit einem unsauber konfigurierten Zugangspunkt öffnet Ihr Gerät für Angriffe Unbefugter, die auf Ihre Netzwerkdaten bzw. Anmeldeinformationen zugreifen wollen. In diesem Moment, als eigentlich meine Mobile Threat Defense Lösung erkannt hat, dass irgendwas nicht stimmt mit diesem Netzwerk, also dass es als Evil Portal ist, also Evil Portal Netzwerk ist und nicht ein Captive Portal, wurde der Zugriff auf die Wi-Fi-Einstellung bzw. auf das Wi-Fi-Netzwerk komplett deaktiviert. Somit kann ich auch keine Eingaben machen, da die meine Passwörter und Login-Daten abgreifen können, sondern es wird wirklich direkt geblockt. Das funktioniert jetzt natürlich nicht nur auf das Netzwerk oder das Evil Portal bezogen, sondern wir haben da verschiedenste Vektoren. Zum Beispiel einer wäre Netzwerkangriffe, was auch Man in the Middle beinhaltet. Oder wir haben Applikationsangriffe, wie eine verseuchte Applikation mit Malware. Oder dann schlussendlich noch Device Threats, also wenn jemand wirklich einen Angriff auf das System des Gerätes plant oder durchführt. Das wird alles von dieser Mobile Threat Defense Lösung erkannt und blockiert. So, dann wären wir bereits am Ende der kleinen Live-Demonstration angekommen. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, bitte ich Sie, diese in den Chat zu schreiben, damit Simon diese mir dann weitergeben kann und ich diese noch zu eurer Zufriedenheit beantworten konnte. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tech Talk. Danke, Benny. Wir haben eine Frage bekommen, die heißt, was würde es bedeuten, eine solche Mobile Threat Defense Lösung einzuführen? Ja, das kommt natürlich immer auf verschiedenste Parameter an. Also zum Beispiel, wie viele Geräte, das Sie schützen wollen, was die Anforderungen sind. Aber grundsätzlich kann man sich da zu einem Gespräch zusammensetzen und dann in relativ kurzer Zeit eine solche Mobile Threat Defense Lösung implementieren. Das bedeutet natürlich, dass das vorher eingehend getestet wird und auf Herz und Nieren auf Ihre Anforderungen geprüft wird, bevor das dann wirklich implementiert wird. Voraussetzung dafür ist ein UEM-System, zum Beispiel von Mobile Iron, SOTI, AirWatch oder was es da sonst noch für Anbieter gibt. Auch Intune wäre natürlich eine Lösung. Super. Das waren eigentlich schon alle Fragen. Wir hatten nur eine im Chat, die hast du schon beantwortet. Super. Ja, falls sonst noch weitere Fragen auftauchen, auch im Anschluss, wenn Sie sich schon mal Gedanken über diesen Tech Talk machen, können Sie ungeniert einfach mir eine Mail schreiben und ich werde dann diese versuchen, so schnell wie möglich zu beantworten. Ja, in diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Auf Wiederhören.